Big Data, ein Schlagwort, das in vielen Diskussionen vorkommt. Was sich dahinter verbirgt und wo wir thematisch hingehen, darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Big Data ist ein Schlagwort, das in vielen Diskussionen einfach vorkommt. Und in diesem Video soll es nicht um alle Facetten von Big Data gehen, sondern es soll eine thematische Hinführung zu den Webinaren sein, die im Rahmen von smartphoneentdecken.de stattfinden. Die Termine und die Themen unserer Webinare sehen Sie im Webinarkalender und die Aufzeichnungen sind später natürlich in der Mediathek abrufbar. Big Data ist erstmal so ein Oberbegriff für eine enorm große Datenmenge. Eine Datenmenge, die so groß ist, dass man nicht mehr in der Lage ist, diese mit herkömmlichen Mitteln zu erfassen oder auch zu analysieren. Immer wenn wir in einer digitalen Gesellschaft unterwegs sind, unser Smartphone nutzen, unseren Computer nutzen, uns in WLAN oder Netzwerke einloggen, hinterlassen wir Spuren, die gesammelt werden und auch analysiert werden. Auch unsichtbare Programme laufen im Hintergrund auf Webseiten und sammeln unser Surfverhalten, welche Inhalte wir wie oft und wie lange auch anschauen, was uns interessiert und bündeln diese ganzen Informationen zu einem Profil. Es gibt Firmen wie Google oder Facebook, deren Geschäftsmodell besteht darin, Werbetreibenden einen wirklich zielgerichteten Zugang zu den Kunden zu ermöglichen. Das setzt voraus, dass man den Kunden kennt, dass man die Vorlieben kennt, dass man die Neigung kennt und auch weiß, wann, wo und wie man den Kunden am besten anspricht. Um diese Auswirkung einfach mal zu verdeutlichen, habe ich mir ein kleines Beispiel konstruiert. Nehmen wir mal an, ich würde mich selbstständig machen mit einem Schnitzelbrötchenverkauf in meiner Heimatstadt. Ich hätte mich früher in die Fußgängerzone gestellt, hätte Flyer gedruckt, hätte diese verteilt, um auf mein absolut leckeres Schnitzelbrötchen hinzuweisen. Wir wissen alle, was mit so Handzetteln passiert. Die Hälfte landet im Müll, die andere Hälfte wird nicht richtig gelesen und ich würde meine Zielgruppe auch nicht wirklich erreichen. Mithilfe der Informationen, die im Rahmen über Big Data über die Menschen in der Fußgängerzone anfallen, abstrakt gesehen, wäre ich zum Beispiel in der Lage zu sehen, wer von den Menschen alles kein Fleisch isst, sei es, ob er oder sie Vegetarier oder Veganer ist oder auch aus religiösen Gründen. Anhand gesammelter Gesundheitsdaten über Fitnessarmbänder etc. könnte ich zum Beispiel auch sehen, wer aus gesundheitlichen Gründen lieber einen Salat essen sollte. Ich könnte genau meine Zielgruppe, die schnitzelliebhabenden Passanten in der Region sehen, und zwar nicht nur, dass sie das mögen, ich würde sie auch dann erreichen, genau dann, wenn sie auch gerade Hunger haben, und könnte ihnen mein Schnitzelbrötchen für 1 Euro mehr verkaufen. Firmen wie Facebook und Google ermöglichen mir somit eine wirklich zielgenaue Ansprache meiner Zielgruppe in einem digitalen Raum. Facebook zum Beispiel sammelt ja auch allein durch die Nutzerschaften, durch die Nutzung von WhatsApp, von Instagram und natürlich auch über Facebook jede Menge Daten über die eigenen Kunden. Anhand von 150 Likes zum Beispiel, die jemand bei Facebook tätigt, ist Facebook in der Lage, diese Person besser einzuschätzen, als es die eigenen Eltern hätten tun können. Und ab 300 Likes sogar besser als der eigene Ehepartner, hat eine jüngste Studie jetzt gerade auch herausgefunden. Also das heißt, man kann wirklich durch das Verhalten, durch die Nutzung der Technologien wirklich Neigungen, Orientierungen und auch ja, Handlungen und Persönlichkeiten festlegen, festschreiben und zu Profilen auch erstellen. Wie wir uns genau exakt, ich sag mal auch als Laien damit beschäftigen und auch was wir dagegen tun können im Rahmen unserer Privatsphäre, damit beschäftigen sich zum Beispiel auch unsere Webinare. Ich weise mal ganz konkret hin auf das Webinar mit der Katharina Nockhun über die Daten, die ich rief, oder mit dem Steffen Haschler vom Chaos Computer Club über Verschlüsselung und Sicherheit auch am Smartphone. In diesem Sinne, ich hoffe, ich freue mich, wenn Sie an diesem Webinar teilnehmen, wenn wir uns dann wiedersehen, wenn wir in die Diskussion kommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video so einen kleinen thematischen Einstieg geben. Wünsche Ihnen alles Gute, bis bald.